Ja Leute, was geht? Und es geht weiter mit Let's Play Black Mirror 3 mit Meme Pyrus. Wir machen weiter. Es fühlt sich so an, als existiere diese Höhle schon seit Anbeginn der Schöpfung. Was? Adrian, wirf doch mal einen Blick in Mordreds Buch. Vielleicht findest du noch mehr. Ich wollte nicht, dass er stirbt. Ich wollte ihn retten vor seinem erbärmlichen Schicksal. Wollte ihn wieder zu meinem Sohn machen. Mein Sohn, kein Bastard aus den Lenden meines verfluchten Bruders. Ich habe mich genau an den Ritus gehalten. Alles hat gut funktioniert, nur konnte ich sein kleines Herz nicht mehr zum Schlagen bringen. Ich habe alles versucht. Vergebens. Von jetzt an bin ich ganz allein. Es gibt niemanden, den ich einweihen kann. Marcus hat mir alles genommen. Und jetzt werde ich ihm alles nehmen. Ich muss mich beeilen. Mein Schwert. Zuerst muss ich die Experimente damit abschließen. Es scheint, als wäre es mir gelungen, ihm einen Schatten zu erschaffen. Das könnte bedeuten, dass ich es auf der anderen Seite benutzen kann. Wenn es mir denn gelingt, auf die andere Seite zu kommen, ohne zu sterben. Ich will schließlich beide Seiten beherrschen. Seltsam ist nur dieser schwarze Fleck an der Klinge. Seitdem es Kontakt mit der anderen Seite hatte, breitet sich das Schwarz unaufhaltsam aus. Ritus, Experimente mit einem Schwert. Was zum Henker hat Mordred hier getrieben? Hört sich an, als hätte er ein Seelentransferritual der alten Druiden ausprobiert. An seinem eigenen Sohn. Seelentransfer. Er hat ihn ganz einfach ermordet. Der Ablauf des Ritus steht nicht zufällig im Buch. Nein. Gut. Adrians Schatten braucht eine Waffe, um Mordred zu besiegen. Aber ich befürchte, ein normales Schwert wird nicht funktionieren. Mordred ist ja schon tot. Und man kann nicht einfach eine Waffe durch den Spiegel reichen. Moment. Adrian, was stand noch gleich in Mordreds Buch zu seinem Schwert? Seltsam ist nur dieser schwarze Fleck an der Klinge. Seitdem es Kontakt mit der anderen Seite hatte, breitet sich das Schwarz unaufhaltsam aus. Und hier. Es scheint, als wäre es mir gelungen, ihm einen Schatten zu erschaffen. Das könnte bedeuten, dass ich es auf der anderen Seite benutzen kann. Das ist es. Wir brauchen Mordreds Schwert. Kann ja nicht so schwer sein. Ein Schwert mit einem schwarzen Fleck. Das ist doch... Mordred benutzte er die Gebeine der Toten, um ihre Schatten in diese Welt zu holen und zu binden. Wir könnten Mordreds Schatten also mit seinen Gebeinen aus Adrian herauslocken, so wie er es einst mit diesem König tat. Adrian, wir brauchen Mordreds Knochen für das Ritual. Würdest du das übernehmen? Ja, am Stück. Merk dir einfach, wie sie liegen und setze sie auf dem Altar wieder so zusammen. Aber noch nicht jetzt. Die Nähe zu seinen Gebeinen könnte Mordred in dir stärken. Lass mich erst meinen Plan fertig durchdenken. Wenn du meinst. Können wir das dann nicht weitermachen? Können wir dann nicht einfach das abfotografieren? Warte lieber, bis Valentinas Plan vollständig ist. Okay. Wir gehen aber wieder zurück. Ich bin dem Ziel so nah. Warum sollte ich umkehren? Ich bin hier unten noch nicht fertig. Ich bin hier unten noch nicht fertig. Wenn man meinen Vorgängern Glauben schenkt, so ist es möglich, dass die Seele den Spiegel verlässt, wenn der Schatten bereits in dieser Welt gebunden ist. Eine Vereinigung von Seele und Schatten würde ein ungeahntes Machtpotenzial. Ich wollte nicht, dass er stirbt. Ich wollte ihn... Hätten wir beide schon.
würde sagen, gehen wir zurück, ne? Okay, also müssen wir jetzt, Ich kann mir vorstellen, was auf diesem Altar alles passiert ist. Mordred im Kopf ersetzt jeden Horrorfilm. Und ich empfinde dabei nicht einmal Abscheu. Wenn du hin, ich muss mich zusammen. Ja, das ist schon mal erzählt. An diesem Altar klebt so viel Blut. In diesem Altar klebt so viel Blut. An diesem Altar klebt so viel Blut. Ich könnte Adrian ein Mittel verabreichen, das seinen Herzschlag stark verlangsamt. Wie ein Gift. Damit müsste sich Mordreds Schatten von Adrians Körper lösen. Allerdings wäre damit auch Adrians Seele befreit und er würde sterben. Mit etwas Adrenalin sollte es aber möglich sein, ihn wiederzubeleben. Ich muss es ihm nur kurz danach in eine Vene spritzen. Mordred war damals nicht dazu in der Lage. Man kannte Adrenalin noch nicht. Heutzutage geht das. Ach, es ist zwar gefährlich, aber die einzige Möglichkeit, die mir einfällt. Am besten, ich sage Adrian erstmal nichts davon. Sehr gut. Verheimlich mein Held, die Hälfte des Plans einfach. Okay. Ich glaube, ich weiß, wie wir es machen. Ich bin gespannt. Also, der Black Mirror scheint ein Portal in eine andere Welt zu sein. Eine Art Schattenwelt. Stirbt ein Mensch in der Nähe des Portals, wird auf der anderen Seite des Spiegels ein Schatten geboren. Gleichzeitig gibt es für seine Seele zwei Möglichkeiten. War er reinen Herzens, bleibt der Schatten seiner Seele hinter dem Black Mirror zurück und seine Seele... Fliegt schattenfrei gen Himmel? Sie ist frei, ja. War der Mensch jedoch böse, so wird seine Seele von ihrem Schatten in den Spiegel gesogen. Und dann? Ist sie gefangen. Die Seelen im Spiegel sind die Sklaven der Schatten. Sie können instrumentalisiert werden. Das heißt, die Schatten sind nur böse, wenn die Seele das auch war. Es wird erzählt, dass sich Marcus, bevor er seinen Bruder tötete, durch eine Armee von Schatten kämpfte. Mordred hat herausgefunden, wie man die Schatten durch das Portal holen kann. Okay, aber Mordreds Schatten ist ja schon draußen, was man gut an meinem Spiegelbild erkennen kann. Richtig. Deshalb ist seine Seele mehr oder weniger schutzlos allein hinter dem Spiegel und wartet nur darauf, dass sie raus kann. Was vermutlich dann passiert, wenn ich den Spiegel berühre, oder? Das wollen wir nicht herausfinden. Also, Mordreds Schatten können wir mit seinen sterblichen Überresten binden. So kommt er uns zumindest nicht in die Quere. Und dann kann dein Schatten, Adrian, Mordreds Seele übernehmen. Oder noch besser, vernichten. Mein Schatten? Ich denke, ein Schatten entsteht nur, wenn jemand stirbt. Du musst sterben. Okay. Und warum hast du mich da nicht vom Dach springen lassen? Wäre doch bequemer gewesen. Dann wärst du unwiederbringlich tot gewesen. Ich habe aber vor, dich wiederzubeleben. Wenn deine Körperfunktionen für ein paar Minuten aussetzen, wird deine Seele, wie soll ich sagen, befreit. Ich kenne genug Berichte über Nahtoderfahrungen, die das bestätigen. Gleichzeitig entsteht dein Seelenschatten auf der anderen Seite des Spiegels. Verursacht das nicht irgendwelche Hirnschäden? Keine Sorge, Adrian. Das menschliche Gehirn kommt ein paar Minuten ohne Herzschlag aus. Deine Seele kehrt wieder in den Körper zurück, sobald dein Herz wieder schlägt. Ich erlebe das nicht zum ersten Mal. Nahtoderfahrungen sind meistens der Fall, wenn jemand der Meinung war, Gott habe zu ihm gesprochen. Okay. Ah, okay. Und dann? Soll mein Seelenschatten Mordred erwürgen, oder was? Nein. Wir wissen, dass Mordred sein Schwert für die andere Seite nutzbar gemacht hat. Besser gesagt, das beseelte Spiegelbild.
Du wirst es auf der anderen Seite nehmen und Mordreds Seele damit töten können. Schatten sind dort stärker als hier. Habe ich das richtig verstanden? Die Seelen sind hier stark und die Seelen Schatten schwach. Genau, und umgekehrt. Was bedeutet, dass Mordreds Seele auf der anderen Seite sehr schwach ist? Das klingt auf eine absurde Art und Weise logisch. Und was ist mit Mordreds Schatten? Wir halten ihn mit den Gebeinen außerhalb des Spiegels, damit er seine Seele nicht schützen kann. Danach sollte dem Schatten dasselbe passieren wie mit einer Seele, wenn der Körper stirbt. Er kehrt in den Spiegel zurück. Da wäre noch ein Problem. Ja? Du brauchst Mordreds Schwert. Und außer der abgebrochenen Spitze weiß ich nicht, wo es ist. Im Buch stand etwas von einem Schwarz, das sich vom Schwert ausgehend immer weiter ausbreitet. Natürlich. Darum hatten Greg und Steve auch solche Probleme. Das Teezimmer, der Schimmel. Immer wieder gab es da Probleme mit angeblichen Schäden vom Löschwasser. Dann muss das Schwert dort sein. Ich hole es. Halt! Du fasst kein Schwert an und schon gar nicht Mordreds. Ich hole es. Ich muss mir eh noch ein Buch über Gifte aus der Bibliothek holen. Die hier unten sind etwas veraltet. Und was soll ich in der Zeit machen? Du könntest Mordreds Skelett auf dem Altar platzieren. Bis gleich. Tschüss. War schön. Gut, und währenddessen puzzeln machen wir Skelettpuzzeln. Juhu! Ah, okay. Nee, fangen wir an mit Skelettpuzzeln. Ich will mein Skelettchen puzzeln. So, warte, aber ich will das ganz gerne. Ja, natürlich geht's vorher, aber dann kann man das merken. Ich bin ja schlau. Es gibt viel zu wenig Fotos von dir, Mordred. Ah ja, ein Live-Foto. Wunderschön. Bitte lächeln. Und hast gelächelt? Für die Fans? Wollen wir mal gucken, ne? Hat er gelächelt. Ein Foto von Mordreds Überresten. Ja, ein bisschen gelächelt. Ein bisschen lustig, ein bisschen witzig war er doch. Ich nehme nur die großen Knochen mit. Die ganzen Hand- und Fußknochen sind wohl schon zu Staub zerfallen. Ich hoffe, das stört Mordreds Seelenschatten nicht. Oh, erzähl es nicht Dr. Winterbottom, Denk dann auch, Adrian, geht's dir gut? Können wir damit schon anfangen? Ja, na, Herr Schatz hat's ja gesagt, dann dürften wir damit doch. Dann geht's hier auf dem Altar, ne? Schön puzzeln. Oh, eigentlich wieder Skelett puzzeln. Wer mag es nicht? Toll. Ich lege die Knochen erst einmal ab, damit ich sie besser sortieren kann. Schön. Dann schauen wir mal, wie gut meine Anatomiekenntnisse sind. Der Kopf ist ja schon mal da. Okay. Danach gab es genau 3 Punkte. Das nee. Genau, das sind ja wohl die ganzen Punkte, ne? Ja. Ich kann doch drehen, achso, das ist so. Was sagt das, wenn man die drehen kann? Das weiß ich ja nicht.
Aber das sind die Schulterblätter. Also das sind die Schulterblätter hier. Das sieht irgendwie falsch aus. Ich hab. Ey, das sieht man ja, also. Da kommt das jetzt hin? Ja, wohl das könnte auch, ne? Ist noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es geht von klein auf groß. Okay, ist das schon mal richtig. Was? Ach, war wohl nichts. Nochmal von vorn. Wow, ach, Mini, ne? Achso, ja toll. Oh. Auf 1 Millimeter zu. Oh, ja toll. Das ist gleich löscht. Ah, okay. Das werden jetzt immer mit die Beinknochen her sein, ne? Also die Ringe gehören auch unter dem Ding. Diese Ringdinger gehören sich da unter. Eins eher so. Ne, die Ringe nach unten. Genau, so kann man das machen. Also könnte ich mal das. Achso, nee, es war. Also ist genau andersrum. Oder? Zeigen diese Bügel nach außen, also. Beide, ja genau, beide sieht man also. Na. So, okay. Das heißt, dass die beiden. Kommen wir relativ weit oben hin, ne? Na, nee, die ersten beiden hinter sich frei. Ab hier so, genau, ab hier. Das nächste ab da so.
Also, ich weiß gar nicht, wie genau das am Ende des Tages werden muss. Hundertprozentig eher so. Jetzt ist lange raus, da ist aus dem Bogen, ne? Ja, ein bisschen Bogen, genau so sieht's aus. Da über jetzt. Niemals auf. What the hell? So, genau. Jetzt so. Ja, so ein Bogending. Na? Nein, Alter, das war bitte. Ach, das hier sind die beiden. Ah, okay, warte, so. Aber so, irgendwo müssen die beiden ja sein.
Kann nicht sein, dass die Schollen sind. Ja. Hier ist der tiefste Punkt. Nein. Ach Quatsch, immer nicht mal das Nein, das Nein. Ach komm. Ich das andere nehmen kann, das genau. Weil. Oh ja, zum Glück, das funktioniert nicht. Das ist richtig. Hoffe ich. Gehe ich von aus, so. Auch hier so komisch. Ja, aber es ist bestimmt jetzt nur ein Teil, ne? Ich weiß es aber nicht, als am vorne machen. Ach komm. Machen wir es so. Ja, das sieht richtig aus. Jetzt muss ich nur noch auf Valentina warten. Jo. Mal machen wir jetzt. So, weil dann sitzen wir noch 3 Jahre da, wenn ich jetzt. Nee. Ein Schwert mit abgebrochener Spitze. Mordreds Schwert. Ich brauche noch ein Buch über Gifte aus der Bibliothek. Danach kehre ich zu Adrian zurück. Hoffentlich konnte er Mordreds Skelett wieder zusammensetzen. Ja, ja. Ich habe das Schwert. Bist du soweit? Mordreds Skelett liegt auf dem Altar bereit. Gut. Liegen die Knochen so, wie sie vorher lagen? Kopf oben, Beine unten. Denke schon. Haben wir jetzt alles, was wir brauchen? Sieht so aus. Das Gift ist auch fertig. Wird es schmerzhaft? Vermutlich nicht. Es lähmt den Herzmuskel. Aber keine Sorge, ich habe eine Spritze mit Adrenalin dabei. Damit kann ich dich wieder zurück zu den Lebenden holen. Klingt nach einem von Phils Folterexperimenten. Nur ist diesmal nicht Ralph das Opfer, sondern ich. Es wird alles gut gehen, Adrian. Hab Vertrauen in Gott. Ich werde jetzt die Zutaten holen. Dann kann es losgehen. Hättest du das nicht schon lange machen können? Hey, ich renne einfach mal durch die Gegend. Ich rede erst mit Adrian, jetzt ganz kurz einzusammeln. Und das. Ein Gift. Es verlangsamt den Kreislauf bis zum Herzstillstand. Schmerzfrei. Ich musste es leider auf die Schnelle zusammenmischen. Die Bücher aus der Bibliothek bestätigen aber, dass es funktionieren wird. Ah, wie schnelle! Also, das, ja, läuft bei dir. Und gleich. Oh mein Gott, tut das weh! Komm schon gleich. Adrian abstechen. Schwert schon mal geben. Liegen bleiben. Gut. Du musst das hier trinken. Warte. Falls ich es nicht schaffen sollte, Mordred zu besiegen. Was dann? Du musst ihn besiegen. Es ist deine einzige Chance. Schaffst du es nicht, wird er dich töten und seine Seele wird deinen Körper übernehmen. Wie wirst du wissen, ob ich es geschafft habe? Ich meine, wann wirst du mich wiederbeleben?
Ich werde dir das Adrenalin spätestens nach 5 Minuten geben müssen, sonst stirbst du. So oder so. Du musst es schaffen. In Ordnung. Valentina? Ja? Bis nachher. Ja. Bis nachher, Adrian. Bis nachher. Stimmt was nicht. Oh Gott, das ist Mordreds Seele, aber das ist nicht Adrians Seelenschatten. Ach du Scheiße. Oh oh. Ich glaube, er hat es geschafft. Ich muss ihn schnell wiederbeleben, sonst ist er für immer verloren. Ja. Und voll ins Herz ran. Nee, Rappern ist ins Herz. Nee, in die Venen, oder? Weiß gar nicht, Rappern ist ins Herz. Excuse me? Nein, es funktioniert nicht. Adrian! Adrian, komm zurück! Gott sei Dank. Du lebst. Was? Was ist geschehen? Ich fühle mich so anders. Du hast Mordred besiegt und mit ihm den Fluch. Du hast es geschafft. Wirklich? Der Fluch ist endgültig vorbei? Ja, der letzte Gordon hat es geschafft. Lass uns diesen Ort verlassen und nie wieder betreten. Easy. Eben ist es aufgeleuchtet. Okay. Jupp, das war's mit Black Mirror 3. Ich habe die Black Mirror-Reihe jetzt komplett auf meinem Kanal. Woop. Ja, ich wollte es ja unbedingt nochmal machen. Ja, mit Black Mirror 1 hatte ich ja gemacht. Dann habe ich Black Mirror 4 gemacht. Ich glaube, das war alles vom ersten Pyrus. Ja, oder den ersten Monaten von Pyrus. Weil es war ja offen. Da habe ich es irgendwann, habe ich mir immer auf Steam geholt und habe es dann irgendwann jetzt mal let's played. Ich bin endlich durch. War richtig geil, muss ich sagen. Hat mir echt Spaß gemacht. Als Black Mirror 2 und dann natürlich darauf gleich Black Mirror 3. Das war schon viel Black Mirror. Vielleicht hätte ich vorher mal eine kleine Black Mirror Pause einlegen sollen. Aber sonst war es doch geil. Ja. Das letzte Rätsel ist mit dem Labyrinth, das wollte ich jetzt nicht so. Ja, und das sind Knochen. Ich hätte jetzt, ich weiß, irgendwas habe ich da falsch gemacht bei der anderen Seite. Ich hätte es halt mal anders drehen sollen. Aber, manchmal sind auch andere Sachen dabei, wo ich einfach hätte durch mehr Nachdenken vielleicht darauf gekommen wäre, oder vielleicht, einige Sachen mehr hätte ich aufmerksamer sein müssen. Dann wäre ich auch selber darauf gekommen. Bei einigen Sachen, wo ich lang gebraucht habe. Einige Sachen habe ich mir auch auf Video angeguckt. Ja.
Es war auf jeden Fall ganz nice. Ja, die TP Entertainment AG ist aber auch Intervents gegangen. Ich glaube, die gibt's gar nicht mehr. Also wird es ein Black Mirror 4 in der Art und Vision nie wieder geben. KingArt hat es jetzt letztes gemacht und das war ja, naja. Aber die ersten drei finde ich echt geil. Obwohl ich vom ersten ganz gerne ein Remaster oder ein Remake hätte. Zwei und drei waren ja gut. Die funktionieren ja. Man musste zwar ein bisschen rumspielen, dass es auch alles ja funktioniert. Ein bisschen einstellen, aber sonst ging das ja. Das war ja easy peasy. Und ich muss sagen, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also, Black Mirror. Also, das Witzige ist ja, es gibt ja gar keine Point-and-Click-Adventure-Reihen mehr, bis auf Sherlock Holmes. Das hat ja tatsächlich bis jetzt jede Generation überlebt. Ich glaube, von PlayStation 1-Generation, dann gab es schon Sherlock Holmes. Ich glaube ja, bis jetzt PS5 sogar. Es ist immer mit dabei, aber naja, das nicht. Aber das liegt auf jeden Fall auch daran, dass Black Mirror eine feste Geschichte hat. Sherlock Holmes zum Beispiel kannst du alle Arten von Geschichten machen. Weil Black Mirror halt nicht, ich glaube, da ist auch ein bisschen das Problem. Warum auch beim Black Mirror mal kommt. Naja, das kommt bei Black Mirror 4. Ich bin mal gespannt, ob die Reihe weitergehen wird. Ich persönlich brauche keinen fünften Teil. Was ich am vierten gesehen habe, weiß ich nicht. Und? Wie kommst du voran? Ganz gut, denke ich. Mit den Stichpunkten bin ich durch. Jetzt muss ich das Ganze nur noch ins Buch der Hüter übertragen. Willst du es dir mal ansehen? Wenn ich darf. Hier. Beim letzten Punkt bin ich mir allerdings nicht ganz sicher. Der Fluch. Morrel hat bestimmt damit gerechnet, bald wieder frei zu sein. Aber die reinen Hüterseelen der Gordon sind wohl besonders widerstandsfähig. Ja, warum wird man als erstes letzte Seite? Ah, hier, warte, ich lese das mal komplett vor. Oh, okay. Oh, Buch der Hüter. Ich bin Mordred los. Auch wenn das Ritual nicht so funktioniert hat, wie es sollte, bin ich doch endlich wieder allein. Ich selbst. Valentin hat vorgeschlagen, dass ich das Buch der Hüter erweitere. Jahrhunderte in Erfahrungen wurden darin gesammelt, aber bisher hat wohl noch nie jemand so sehr mit dem Spiel zu tun gehabt wie ich. Am besten schreibe mir vorerst alle Informationen hier in mein Tagebuch. Seelenschatten. Wenn ein Mensch lebt, existiert seine Seele zu dieser Welt. Es gibt nun noch keinen Seelenschatten. Wenn er stirbt, ist seine Seele frei und löst sich im Normalfall auf, steigt in den Himmel oder so. Wenn er in der Nähe des Spiegels stirbt, gibt es zwei Möglichkeiten. Der Mensch hat eine gute Seele, die frei ist und verschwindet. Es entsteht jedoch ein Seelenschatten hinter dem Spiegel, der aber seelenlos ist. Zweitens. Der Mensch war böse, seine Seele wird in den Schatten gezogen. Dort entsteht gleichzeitig ein Seelenschatten, den ab jetzt für die Ewigkeit die Seele quält. Seelen sind in dieser Welt stark in der Schattenwelt, aber Seelen sind in dieser Welt stark, in der Schattenwelt aber schwach. Dafür soll ich die Kommas noch mitlesen. Seelenschatten sind in der Schattenwelt stark, in dieser Welt schwach, aber immer noch stärker als ein Mensch. Vom Spiegel her ist es nicht vorgesehen, dass ein Seelenschatten den Spiegel verlässt. Mordred hat aber einen Weg gefunden, genau das zu bewirken. Mordred konnte also Seelenschatten in diese Welt bringen. Markus hat später gegen sie gekämpft, indem er die Gebeine von Toten vor den Spiegel legte und ein Ritual durchführte, das sie in dieser Welt festhielt. Mordreds Sohn. Mordred wollte die böse Seele von König Amunda in unsere Welt zurückholen. Er fand heraus, dass dafür ein guter Mensch vor dem Spiegel sterben muss. Seine Seele wird dadurch befreit und macht Platz für eine andere. Ist der Seelenschatten bereits dort, kann die Seele hinterher. Der Körper muss anschließend aber wiederbelebt werden, da sonst Seele und Schatten zurück in den Spiegel gezogen werden. Also hatte er Amundes Überreste vor den Spiegel gebracht und seinen Schatten daran gebunden. Zeitgleich hatte er seinen Sohn getötet. Dadurch war die gute Seele des Jungen frei und schwebte davon. Ein Seelenschatten entstand hinter dem Spiegel. Die Seele Amundos kommt aus dem Spiegel frei und macht sich im Körper des Jungen gemütlich. Würde Mordred seinen Sohn jetzt wiederbeleben, würde der Schatten ebenfalls auf ihn übergehen und ihn unglaublich mächtig machen.
weil Seele und Schatten dieser Welt Feind wären. Er schafft es aber nicht und sein Sohn stirbt. Der Fluch. Kurz nach Mordreds Ritual muss Marcus zurückgekehrt sein und sich durch die Reihen der Schatten geschlagen haben, die Mordred in seinen Experimenten beschworen hatte. In einem Duell hat Marcus seinen Bruder Mordred getötet, dabei wurde auch Mordreds Frau Maria tödlich verletzt. Mordred konnte noch einen letzten Fluch aussprechen, mit dem ein kleiner Teil seines Seelenschattens in dem Blut von Marcus und damit im Blut der Gordons verankerte. Der Rest seines Seelenschattens blieb hinter dem Spiegel, genauso wie seine böse Seele in den Spiegel gesogen wurde. Für das Ritual zur Befreiung von Mordreds Schatten werden 5 Seelen benötigt, die mit Hilfe der Seelenschlüssel gefangen werden können. Diese müssen dann in der Schattenwelt gebracht werden. Das Blut muss geopfert werden und dann geht der Schatten auf einen Gordon über. Wenn der Schatten erst Besitz ergriffen hat, wird er alles tun, um den Körper zum Spiegel zu lenken und Mordreds Seele zu befreien. Der Fluch. Mordred hat bestimmt damit gerechnet, bald wieder frei zu sein, aber seine Hüterseelen der Gordon sind wohl besonders widerstandsfähig. Das ist schon mal ein guter Anfang. Wann überträgst du das ins Hüterbuch? Nicht vor dem Essen. Übrigens weiß ich jetzt, was es mit diesen schwarzen Kugeln auf sich hat. Ich bin gespannt. Mordred schreibt in seinem Buch, dass er ein Seelentransferritual durchgeführt hat. Doch statt der Gebeine hat er nur den Schädel benutzt und eine schwarze Kugel. Der Schatten sei danach nicht mehr in den Spiegel zurückgekehrt, sondern blieb immer in der Nähe der Kugel. Aha, dann kann man mit diesen Kugeln also Seelen auffangen, die eigentlich für den Körper gedacht waren, richtig? Es kommt noch besser. Hier. Mit Hilfe der in der Kugel gefangenen Seele kann man die Schatten bis zu einem gewissen Grad beherrschen. Er schreibt, dass er eine Kugel im Schlafgemach seines Bruders unter dem Bett deponiert hatte, in der Hoffnung, dass der Schatten ihm des Nachts die Seele raubt. Aber es hat nicht funktioniert. Marcus' Seele sei zu rein für die Schatten, vermutet er. Was meinst du? Treiben die Schatten der Seelen heute noch immer ihr Unwesen? Ich weiß nicht. Aber wenn, ist es deine Aufgabe, sie aufzuhalten. Das war's. Bild 1, Bild 8. Nice, so Konzepte, ne? Ah, dann kann man die. Okay, wir haben wohl nicht jedes Video freigeschaltet. Wieso das? Finale Bonus. Na gut, okay. Minispiele. Also auf jeden Fall war es geil, aber wir gucken. Tolles Minispiel. Das startet. Okay, Space Attack. Das geht auch. Warum geht das nicht? Toll. Na gut, also wir haben irgendwie ein paar Videos ich hab keine Ahnung, haben die verpasst? Also ist das? Ja, war okay. Ja gut, haben wir ein paar Videos irgendwie verpasst. Ich hab keine Ahnung warum. Also man konnte sogar.
Ja, das genau. Druidentanz, Druidentanz? Manche ist aber rot und warum ist manches? Ah, okay, man kann sich ja mal jetzt mal durchgehen. Ja, okay, erst weil wir es nicht angeguckt haben. Ach so, okay, das ist noch rot. Na gut, okay, gut. Ja, Bilder, okay, Bilder verstehe ich, warum die nicht alle haben, aber. Na gut. Ist dann halt so. Dann würde ich sagen, damit. Ich danke für auf jeden Fall fürs Zuschauen, fürs mit dabei sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Beim nächsten Mal geht's dann. Beim nächsten Mal geht's weiter. Ja, es geht auf jeden Fall weiter mit laufenden Let's Plays, ne? Was läuft denn gerade noch? Jetzt läuft gerade Mafia 2. Uncharted 3 wird auch laufen. Oblivion auf jeden Fall. Final Fantasy das Remake. Assassin's Creed Odyssey. Und das war's. Ja, das war's momentan. Mehr läuft nicht. Genau, gut, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank. Hoffe, ihr hat es euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Pyrus. Bis dann, tschüssi. Und vielen Dank für die Unterstützung nochmal und Likes und Kommentare und Abos und allem anderen. Viel Spaß, danke. Und es war ein gutes Spiel. Haut rein, ciao.